Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute das Finish von meinem Aufbrauchprojekt 2022 Körperpflege. Und zwar ging es um diese ganzen Sachen hier. Und ich erzähle euch gerade mal, wie es gelaufen ist. Es geht los mit den Badezusätzen und da ist übrig geblieben von dem Badezusatz Bali Kiss von Fa. Hatte ich das letzte Mal noch 108 Gramm, habe ich jetzt noch 86, also das ist noch nicht leer. Dann ging es weiter mit Benningen Sensitiv. Das ist dieses hier, diese Duschcreme, die habe ich als Badezusatz verwendet. Die hatte das letzte Mal noch 152 Gramm und hat jetzt noch 60 Gramm die Verpackung. Das ist leer geworden. Dann ging es weiter mit den Haaren. Hier hatte ich die Balea Haarmaske und man glaubt es kaum. Es ist leer. Es ist leer. Yeah, juhu. Lange, wie heißt es immer so schön? Gut Ding braucht Weile, ne? Es hatte das letzte Mal noch 49 Gramm und jetzt hat es noch 33 Gramm, die leere Verpackung. Dann ging es weiter mit dem Balea Wintershampoo. Das hatte ich das letzte Mal mit 11 Gramm gewogen und jetzt auch wieder. Also da war praktisch nichts mehr drin. Das ist leer. Und das vierte waren die Glowing Moments von Balea. Das hatte ich mal getauscht. Ich glaube, von der lieben Franzi hatte ich das, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich 1 Gramm verbraucht. Das geht halt sehr langsam, weil ich verwende so Sachen ja sehr selten. Und wenn dann nämlich, wenn ich was in die Haare mache, brauche ich dann danach nichts. Ja, und so wird es ein bisschen stiefmütterlich bei mir verwendet. Da sind jetzt noch 26 Gramm drin. Dazugekommen waren von Herbal Essences das Shampoo mit 237 Gramm. Und zwar ist das das Passionsblume und Reismilch. Ich meine, das wäre auch von der Franzi gewesen. Und das hat jetzt noch 60. Nee, wo bin ich? Verrutscht. Das hat jetzt noch 168 Gramm. Ich finde, das riecht sehr gut. Es gefällt mir auch an sich sehr gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gut vertrage. Deshalb mache ich immer mal eine Pause. Im Moment, ich habe dann immer diese juckende Kopfhaut und ich habe mich auch schon mal aufgekratzt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, aber es könnte. Das muss ich noch austesten. Aber das bleibt noch. Dann die Haarkur von Jean & Len, die war auf jeden Fall von der Franzi. Die hat sie mir abgefüllt. Da habe ich das letzte Mal 66 Gramm gehabt und jetzt sind es noch 44 Gramm. Und ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut. Ich denke, es ist ja, glaube ich, eine Naturkosmetikmarke und ich muss sagen, ich finde, sie tut auch was. Also ich habe es auch gestern wieder genommen und ich finde auch, meine Haare glänzen ganz gut heute, trotz Struktur. Also schaue ich mir vielleicht mal an. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Das ist ja schon länger her. Genau, so. Das waren Haare. Dann geht es weiter mit dem Body. Da hatte ich eine Isana Body Butter und zwar so eine fruchtige, die habe ich rausgenommen, ausgetauscht mit der hier. Die wird mich verlassen, die werde ich aussortieren. Ich habe 15 Gramm verbraucht, aber ich kann die nicht riechen. Also es ist noch viel drin, es sind noch 217 Gramm. Ich zeige es euch gerade mal. Ich hätte sie gerne weitergegeben, aber irgendwie habe ich niemanden gefunden. Wahrscheinlich geht es den anderen auch so. Und jetzt habe ich sie, wie gesagt, noch ein bisschen gebraucht. Aber ich werde mal gucken, ob ich jemanden finde in der Verwandtschaft. Ansonsten kommt die leider in den Müll. Ich kann sie nicht riechen und ich weiß nicht, wofür ich die verwenden sollte. Also, die geht weg. Dann habe ich eine feste Körperbutter gehabt. Da hatte ich das letzte Mal noch 24 Gramm. Ich zeige euch jetzt nur die Schachtel, weil ich habe das mit Schachtel gewogen. Jetzt sind es noch 8 Gramm. Die Verpackung, 16 Gramm, war das Produkt. Das habe ich aufgebraucht. Es war am Schluss ein ziemliches Gebrösel. Insgesamt fand ich es eine ziemliche Sauerei. Es war auf jeden Fall pflegend, keine Frage, aber für mich ist das nichts. Also die brauche ich mir nicht mehr holen. Dann eine Balea Bodycreme, das war die, die ich aussortiert habe. Ich habe dann hier noch eine von Balea und zwar die Hyaluron-Pflegelotion. Die hatte das letzte Mal noch 98 Gramm und hat jetzt noch 65 Gramm. Die nehme ich im Moment für die Füße, nach dem Baden zum Beispiel. Die hat 33 Gramm, habe ich da verbraucht, aber ich muss sagen, sie ist mir fast ein bisschen zu lasch dafür. Insgesamt gefällt die mir nicht so gut, also die werde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal holen. Sie riecht sehr blumig, finde ich. Steht normale bis trockene Haut, also sie könnte für mich auch ein bisschen mehr pflegen.
Ja, sie riecht so ein bisschen blumig, blumig pflegend. Also ist nicht so mein Ding. Aber sie ist noch nicht ganz leer. Dann habe ich ein Balea Körperöl angefangen, habt aus dem Adventskalender von vor 2 Jahren oder so. Da hatte ich das letzte Mal 28 Gramm, jetzt habe ich noch 23 Gramm. 5 Gramm habe ich wahrscheinlich in die Badewanne gekippt, würde ich mal behaupten. Das muss also noch verbraucht werden. Für Öl habe ich immer nicht so viele Gelegenheiten. Ich weiß nicht, Körperöl ist ein bisschen schwierig, nehme ich am liebsten über die Badewanne, wenn ich dann, bevor ich rausgehe, noch mal so ein bisschen, wenn ich zu faul bin, mich einzucremen. Ne? Kennt ihr das? Ja, genau. Das war Body. Dann kommen wir zu den Gesichtsmasken. Da habe ich von Schäbens die Hydrogel-Maske. Da ist eine noch da. Ups, so rum. Hier finde ich ganz gut, aber es ist mir irgendwie immer ein bisschen mühsam. Und wie gesagt, Gelmasken sind in sich nicht mehr so mein Ding. Werde ich aber auf jeden Fall noch aufbrauchen. Dann habe ich eine Garnier. Diese Hyaluron-Shot, die habe ich schon mal aufgebraucht und habe sie jetzt nochmal gehabt. Finde ich sehr gut. Auch die ist so ein Zweiteiler. Der ist ähnlich eigentlich nur als Tuchmaske. Werde ich auf jeden Fall auch noch aufbrauchen. Aber die musste noch warten. Genau. So, was haben wir noch? Es geht weiter mit den Masken. Da kommen wir noch zu der Pineapple Maracuja. Da habe ich noch eine. Die habe ich nicht aufgebraucht. Die muss ich auch noch verbrauchen. Auch eine Gelmaske. Dann die Golden Milk, die habe ich aufgebraucht, fand ich ganz okay, auch ziemlich intensiv, also von der Pflegewirkung her schon reichhaltig, ist eigentlich eher so das richtige Wort. Genau, dann La Cura Hydro Power, muss ich erstmal gucken, dass ich nicht verrutsche. Die wollte ich eigentlich so als Maske für die Füße nehmen. Die habe ich noch nicht verwendet, weil die andere Creme noch nicht leer ist, die ich im Moment nehme. Die werde ich also für die Füße aufbrauchen nach dem Baden, weil ich das irgendwie ganz gut fand. Diese Feuchtigkeitsgeschichte hat mir recht gut gefallen. Werde ich jetzt alle so mal ausprobieren, die ich sonst nicht losbekomme. Und abends im Bett nehme ich dann aber lieber was Reichhaltigeres. Also die hat jetzt noch 146 Gramm, da habe ich angeblich 1 Gramm verbraucht, aber das stimmt nicht. Ich habe die, glaube ich, nicht verwendet. Da fehlt einfach 1 Gramm vom letzten Mal auf jetzt, warum auch immer. Dann habe ich die Chocolate Maske von Balea, da habe ich eine verbraucht, eine ist noch übrig. Und die Garnier Hyaluronsäure Maske, das war so eine 5-Minuten-Maske, die finde ich ja auch ganz gut, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Hängt ein Haar dran, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich hoffe nicht. Also habe ich auch, glaube ich, noch mehrere von dieser Reihe. Und dann habe ich von Cadavera eine AHA Glow Maske gehabt. Auch die fand ich ganz okay. Ja. Auf jeden Fall solide Masken, kann man immer machen. Und auch die Retinolmaske von Isana fand ich gut, habe ich auch aufgebraucht. Genau, also meine Masken habe ich doch auch schon ein bisschen runter reduziert. Dann ging es weiter mit dem Gesichtspeeling und zwar L'Oreal. Hatte ich diese Sugar Scrub Geschichte, die fand ich ganz okay. Aber ich hätte mir doch erhofft, dass es ein bisschen schokoladiger oder Kaffee, ja, Schoko war das, glaube ich, oder? Also, dass es ein bisschen schöner riecht, finde ich, hätte ruhig noch ein bisschen schöner duften können. Aber ich habe es gut aufgebraucht. Ich kann die ja nicht so oft nehmen, weil meine Gesichtshaut ist doch schon ein bisschen trocken und ein bisschen empfindlich, was das Ganze angeht. Aber dafür war es auf jeden Fall geeignet. So alle 1, 2 Wochen habe ich das mal probiert. Mit ein bisschen und das waren 192 Gramm das letzte Mal und jetzt sind am Schluss diese Glasgeschichte noch 181 Gramm, also 11 Gramm habe ich verbraucht. Die ist leer, falls ich es nicht gesagt habe. Übrig geblieben ist noch diese Hans Scrub Mask, die habe ich immer noch nicht gemacht. Die hatte ich auch von der Franzi. Ja, werde ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren, aber irgendwie kommt die bei mir nicht zum Zug. Ich lasse die immer links liegen, also muss ich mir mal direkt oben hinlegen. Und dann kommen wir zu den Duschen. Da hatte ich das letzte Mal das Fa Honey Elixier mit 107 Gramm.
Das habe ich leer gemacht. Das hat jetzt noch 37 Gramm, habe ich 70 Gramm verbraucht. Dann das Sante Happiness, das hatte das letzte Mal noch 70 Gramm und hat jetzt noch 38 Gramm, da habe ich 22 Gramm verbraucht. 32 Gramm da. Oh, da habe ich mich verschrieben. 32 Gramm habe ich da verbraucht, genau. Und das letzte hier war die Pflegedusche von Isana. Da wollte ich die auch mal langsam aufbrauchen, weil ich die schon lange offen habe. Ich muss mal schnuppern. Aber ich dusche halt im Moment nicht so viel. Ja, riecht noch gut, auf jeden Fall. Das ist diese Moments of Barula. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Riecht sehr schön. Die hatte das letzte Mal 111 Gramm und hat jetzt noch 106. Da habe ich 5 Gramm davon aufgebraucht. So. Und das bedeutet, ich habe insgesamt 318 Gramm aufgebraucht dieses Mal. Ja, ich denke, das ist okay. Und 10 Einzelanwendungen. Da ist also noch mal richtig was gegangen. So, jetzt ist mir auf den letzten 3 Metern noch der Akku ausgegangen. Also insgesamt habe ich 1779 Gramm verbraucht und 33 Einzelanwendungen. Wenn ich alles zusammenrechne, sind es 7, 11, 16, 17, 18, 19 Produkte, die sonst halt nicht mehr verbraucht worden wären oder halt nur teilweise verbraucht worden wären. Also ich denke, man kann ganz zufrieden sein. Genau. Und das war es von mir jetzt heute. Es wird vermutlich ein neues Projekt geben. Das muss ich aber jetzt erstmal zusammenstellen. Ist ja auch immer nicht so einfach, dass man aus verschiedenen Bereichen was hat, dass sich das nicht überschneidet, weil es ja blöd, wenn ich 5 Cremes habe und verwende die dann nicht. Ne? Sieht man ja auch hier, wenn die eine dann nicht leer geht, bleibt die andere stehen. Und ja, deshalb muss man das schon auch irgendwie ein bisschen sinnvoll zusammenstellen. Wenn ihr so ein Projekt macht, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder verlinkt mich einfach mal auf euer Video. Würde ich mir auf jeden Fall gern ansehen. Und ansonsten hoffe ich, es geht euch allen gut. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und bis bald. Ciao!